Um diese Ableitung zu berechnen, werden wir zuerst diese Kubikwurzel umschreiben in Potenz mit rationaler Hochzahl. Die Kubikwurzel aus dieser Klammer hoch 2, das ist diese Klammer hoch 2 Drittel. So, warum machen wir das? Weil wir jetzt die Formel für f hoch m Prim anwenden können. Aber Vorsicht, wenden wir diese Formel korrekt an und vergessen nicht das mal f Prim hinten dran. Das wird häufig vergessen. Don't forget it. Also hier f hoch m Prim, das ergibt m mal f hoch m minus 1 mal f Prim. 2 Drittel minus 3 Drittel, das ergibt minus 1 Drittel. Und diese Ableitung hier ergibt minus 12x hoch 3. Also so. Diese Potenz werden wir jetzt nach unten setzen als Nenner, so dass der Exponent sein Vorzeichen ändert. Dann sieht unsere Rechnung so aus. Hier haben wir 12 geteilt durch 3, das macht 4. 4 mal diese 2 macht 8. Der Zähler wird also zu minus 8x hoch 3. Und der Nenner, das ist diese Klammer hoch 1 Drittel, das heißt die Kubikwurzel von dieser Klammer. So, wir können diese Endantwort so stehen lassen. Wir brauchen nicht die Wurzel von unten nach oben zu setzen, denn später wird man ja mit einer Ableitung eine Zeichentabelle machen und dann ist einfacher, wenn man die Antwort so lässt. Also, fertig.